Wie viel brauchst du an Menge? Pass auf, boah, viel. Jeden Samstag hat mein Vater Streit gesucht. Und jeden Samstag sind wir geschlagen worden. Und wegzukommen, spätestens mit wie vielen Jahren? Dieses Jahr. Hi. Hi. Wir sind hier in Bayern, in Regensburg. Ja. Darf ich das Video auf YouTube hochladen, das werden viele Menschen sehen und auf anderen sozialen Netzwerken hochladen im Internet? Ja, darfst. Dankeschön. Bitte. Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich heiße Willi, ich bin 54 Jahre alt. Willi, du bist obdachlos, sagtest ich du? Ich bin obdachlos, ja. Seit eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre, ja. Ich habe vorher gearbeitet in Altenpflege, über Leihfirma, Dauernachtschicht. Ja, irgendwann hat Leihfirma gesagt, keine Arbeit mehr da. Dann habe ich keine Arbeit gehabt, dann habe ich Wohnung verloren und seitdem bin ich obdachlos. Ja. Willi, was ist der wahre Grund, dass du obdachlos bist? Nur, der wahre dass du Grund, Arbeit verloren hast oder gibt es da noch andere Momente im Leben? Der wahre Grund ist das, ich bin durch die Nachtschicht, wo ich gearbeitet habe, war es mir ziemlich stressig und viel, ja einfach mein Vorleben, Freundin, Beziehung kaputt gegangen. Sie hat mir meinen Hund weggenommen, hat ihn ins Tierheim gebracht, hat so viel Scheiße erzählt, dass ich den Hund nicht mehr rausgerückt habe. Dann bin ich wieder in den Drogensumpf reingekommen, währenddessen, wo ich auch gearbeitet habe. Bin abgestürzt und das ist eigentlich der wahre Grund, warum ich obdachlos geworden bin. Ne? Also ich habe meinen Job verloren durch Drogenkonsum und auch meine Wohnung verloren. Ne? Willi, wie war deine Kindheit? Bah. Mein Vater war aggressiver Alkoholiker, das heißt, er hat meine Mutter geschlagen. Ich habe nur 5 Geschwister, hat meine Geschwister geschlagen. War ein Arschloch. Unsere Mutter hat uns großgezogen. Ne? Ihr wurdet oft geschlagen? Ja, ich kann mich so erinnern, ab meinem 10., 12. Lebensjahr war es so, jeden Samstag hat mein Vater Streit gesucht. Und jeden Samstag sind wir geschlagen worden. Die ganze Familie. Das heißt, es war schon so, dass meine Schwester oft gesagt hat, ich gehe als Erster, dann habe ich es hinter mir. Wie war das denn? Er sagt so, jetzt habe ich schlechte Laune. Ja, er hat den ganzen Tag getrunken, hat nichts gearbeitet. Aha. Hat sein Leben lang nicht. Ich kann mich ganz kurz erinnern, da war ich vielleicht auch 8 Jahre sowas, da habe ich meinen Vater einmal mit Arbeitsklamotten gesehen. Sonst habe ich ihn nur gesehen, wo er Bier getrunken hat. Und dann hat er so den ganzen Tag hingetrunken, hat er da gestichelt bei meiner Mutter, da gestichelt. Das hat sich dann irgendwann eskaliert und dann ist der Streit losgegangen. Dann sind die Schläge losgegangen. Ja, und dann einfach so beim Vorbeigehen, Ohrfeige oder wie? Jeder, also erst die Kinder, mit den Kindern Streit gesucht. Du hast das gemacht, aha, du warst diese Woche böse, du hast das nicht gemacht. Und dann, baff, hat schon auf die Fresse gegeben. Aber auch mit Gürtel rausgezogen, also wirklich Katastrophe. Und zum Schluss hat er dann, nach der Nacht, die Mutter geschlagen. Und das jeden Samstag, Jahr für Jahr. Katastrophe, verrückt. Ich habe mir geschworen, wenn ich mal groß bin, bekommt er die Schläge zurück. Ich habe es auch gemacht. Also du hast ihn geschlagen? Ich habe ihn geschlagen, ja. Kannst du das genauer erzählen, diesen Fall, wie das war? Das war so, meine Mutter ist krank geworden. Die hat einen Gehirntumor gehabt. Ich habe meine Mutter gepflegt. Ich habe meinen Dad erwischt, wo er sexuelle Handlungen meiner Mutter ausführen wollte. Währenddessen sie todkrank im Bett liegt, habe das gesehen, habe ihn runtergezogen und habe ihn halt ja, gut geschlagen. Ja. Er hat dann zwar gesagt, ich bin nicht mehr sein Sohn, sondern ist mir scheißegal, du bist auch nicht mehr mein Vater. Ja. Heftig. Ja. Die Mutter konnte sich nicht wehren, ne? Ja, genau. Und dann, wo meine Mutter dann verstorben ist, also ich habe es gepflegt zu Hause, ich habe dann, also mein Vater hat dann gesagt, an Nacht, an den Tag, wo es verstorben ist, hat gesagt, komm runter, die Mutter atmet so schlecht. Ich habe eh schon Bescheid gewusst, weil das hat man irgendwann hat man das Gefühl. Und bin ich dann runter, dann habe ich gesagt, ja, bleib draußen vom Zimmer, wenn was ist, ich hol dich. Ne? Und dann ist sie um 4 Uhr morgens ist sie verstorben und habe mir gedacht, ich lasse ja wenigstens einmal im Leben, auch wenn es der Tod ist, eine Stunde Zeit, um Ruhe zu haben. Ne? Dann ist sie eine Stunde gegangen und dann habe ich erst den Vater reingeholt. Ne? Hat er mir natürlich ewig lang Vorwürfe gemacht. Ne? Wie konntest du nur mich nicht reinholen? Sag ich, tja, ich habe ja schon meine Gründe gehabt. Lass die Mutter wenigstens
eine Stunde des Todes, eine Stunde alleine. Ja. Und das habe ich gemacht. Ja gut, und dann ist er halt natürlich aggressiv geworden mir gegenüber, hat mir aufs Messer hingehalten und solche Sachen. So, wenn du dich daraus steche zu. Er hat sich nicht getraut. Ich bin dann ausgezogen und... Wie alt warst du da, Entschuldigung? 30. In der Phase, 30? War ich 30, ja. Und kurz bevor er verstorben ist, haben wir dann gedacht, okay, ist ja doch mein Vater, ne, auch wenn er Arschloch war. Bin ich dann in der Nähe von Mainburg gezogen. Und ja, und dann ist er halt auch verstorben an einem Herzinfarkt. Ja. Habe ich mir dann auch ewig lang Vorwürfe gemacht, weil ich einen Tag vorher bei ihm war und habe gesagt, er hat mich gefragt nach einem Geld. Und habe gesagt, ich habe kein Geld, ich habe da eine Schachtel Zigaretten, da ist 10 Gramm Heroin drin. Und wenn ich das verkauft habe, dann kann ich dir Geld geben. Am nächsten Tag ist er verstorben, habe ich mir natürlich ewig lang Vorwürfe gemacht. Aber na gut, ist vorbei. Habt ihr euch am Ende so gesehen mehr oder weniger vertragen? Ja. Schon, ja. Du hast ihn verziehen? Ja, ich habe ihn verziehen, ja. Ja. Tja. Und Drogen, mit wie vielen Jahren hast du die das erste Mal probiert? In der Lehrzeit mit 16, 17 habe ich das erste Mal gekifft. Aber nur Gelegenheitskiffer, sage ich jetzt einmal. Dann so 1986, 87, so nach der Lehre, Hardcore kiffen. Also in einer Woche eine Platte Shit, 125 Gramm schon mal weggeraucht. 125 Gramm? In der Woche, ja. In der Woche, ja. Alleine. Ja, oha. Also ich habe zum Schluss dann nicht mehr geraucht, weil es nicht mehr dröhnt habe. Ich habe es dann mittlerweile schon gegessen, damit es dröhnt. Du hast Cannabis gegessen? Haschisch. Haschisch gegessen? Ja. Haschisch. Ja. Richtig gegessen? Richtig gegessen. Oder irgendwie was gebacken da draus? Nur gegessen. Und wie hast du dich danach gefühlt? Ja, gut. Gut. Prall. Aber es hat dann irgendwann hat's auch nicht mehr gereicht. Ne? Dann bin ich irgendwie zu den die Zähne haben mir eingerutscht durch eine Freundin, eine Frau, die habe ich kennengelernt, die war damals drauf und war natürlich ich, um Gottes Willen, alles muss nicht drauf sein. Ne? Dann habe ich versucht, ihr zu helfen, wegzukommen, hat natürlich nicht funktioniert. Dann habe ich sie, die Beziehung ist dann auseinandergegangen. Dann war ich gerade, also zu der Zeit habe ich noch einen Führerschein gehabt, bin ich gerade Richtung Landshut gefahren, habe eine Frau gesehen beim Trampen, ne? Habe ich es mitgenommen, habe ich gesehen, dass das meine Ex-Frau ist. Dann hat sie mich gefragt, ob ich ihr helfen kann. Ich sage, ja, ich kann dir helfen. Hat sie mir Geld gegeben, habe ihr was besorgt. Und dann habe ich gedacht, na, wieso soll ich ihr das ganz geben? Ne? Ich möchte es jetzt auch mal probieren. Und habe es gesnieft, mir ist total gut gegangen. Habe die Frau dann auch nie wieder gesehen. Ja, und so bin ich dann reingekommen. Dann habe ich die erste Zeit nur gesnieft, aber auch zu viel gebraucht. Und irgendwann bin ich utschankt worden und ja, bin ich draufgekommen. Aber dann war ich halt schon hardcore drauf. Also, gar nicht mehr genug gerückt, zack, schanken, und dann halt alles Mögliche gemacht, also gearbeitet wie ein Irrer, Tischjockey, Altenpfleger, Straßenkehrer, alles Mögliche, damit das Geld einbringt. Dann irgendwann einen Führerschein verloren. Ja, und dann ist die erste Zeit ein Führerschein verloren, Drogenkonsum ist weitergegangen. Ja, dann ist der Knast dahergekommen, ne? Das sind die ganz kleinen Sachen. Die haben bei mir nichts gefunden, aber viele Aussagen. Ne? Entschuldigung, dass ich das jetzt frage. Ja. Du hast Haschisch gegessen, aber Heroin oder Kokain nicht gegessen? Nein, das ist erst dann später gekommen. Das hast du gespritzt? Das habe ich gespritzt oder gesnieft. Ja. Ja. Oder auf Blech geraucht oder so eine Sache. Ne? Und du sagst, du warst eine Zeit lang clean, lange. Über 10 Jahre clean. Über 10 Jahre. Ja. Also das heißt, du bist sich substituieren gegangen? Jetzt warte mal, wie war das? Oder selber ja, von alleine aufgehört? Ich war substituiert in München, da habe ich in München gelebt. Hab dann irgendwann von München die Schnauze voll gehabt. Bin nach Passau gezogen. Nach Passau? Ja. Hab durch einen guten Freund damals eine Frau kennengelernt. Liebe auf den ersten Blick soll es gehen. Ja, gut, bin ich mit der Frau zusammengekommen, die hat mich runterdosiert. Hat alles super funktioniert. Ich war mit der Frau 10 Jahre zusammen. Irgendwann ist das zu Brüche gegangen. Ja, dann ist der Werdegang gekommen. Da habe ich zu der Zeit habe ich im Bayerischen Wald drin gelebt. Dann hat mir die Frau bloß ein Böses getan. Bei jedem Scheiß hat es mir angezeigt. Dann habe ich irgendwann die Schnauze voll gehabt, indem dass man halt meinen Hund weggenommen hat. Den hat es ins Tierheim abgegeben, hat so viel Scheiße beim Tierheim erzählt, dass ich den Hund nie wieder gekriegt habe. Ich habe es versucht mit Anwalt, keine Chance. Wieso hat sie das gemacht? Um mir weh zu tun. Und sie hat es geschafft.
Aber dann war es halt so, dass ich, es war wirklich schon so weit, dass ich, wenn ich ins Wiesel zum Einkaufen gegangen bin, dass ich erstmal ins Geschäft reingeschaut habe, ob die Frau drinnen ist. Wenn die Frau drinnen ist, war, bin ich da nicht reingegangen, weil die hat mich ständig provoziert, die hat mich irgendwie verbal so blöd angemacht, die hat nur gewartet, bis ich drauf sage, Fotze oder sonst irgendwas, damit sie zur Polizei gehen kann und mich anzeigen kann. Und so war die Alte drauf. Ne? Und von daher bin ich dann, wo es dann einen Hund weg da hat, bin ich dann Richtung Burg Lengenfeld rauf zum Arbeiten. Ganz weg von Zwiesel. Und ja, dann, wie gesagt, dann habe ich meinen Job verloren und jetzt ist es halt so. Ja. Wie sieht es heute aus? Wie war heute dein Tag? Ja, ist schon gegangen. Also ich schnur zum Überleben und um meinen Drogenkonsum zu stillen. Ja, im Großen und Ganzen ist es gut gelaufen. Welche Drogen konsumierst du aktuell? Heroin und Kokain. Wie viel Geld brauchst du jeden Tag? 100 Euro. 100 Euro. 100 Euro. Mit 20, 30 würdest du nicht auskommen? Ja. Wie viel brauchst du an Menge? Pass auf, boah, viel. Viel? Viel. Sehr viel. 1 Gramm Heroin und 1 Gramm Kokain? Pass auf, ich brauche am Tag ein knappes Gramm Heroin. Das brauche ich. Kokain brauche ich, ja, so in den Dreh. Knappes Gramm Kokain, knappes Gramm Heroin. Hast du irgendwelche körperliche Schäden wegen den Drogen bekommen, die du jetzt schon spürst? Früher hatte ich Hepatitis C. Das habe ich behandeln lassen. 2011, also das richtige Interferon-Behandlung mit Spritzen und Zeug. Die Behandlung hat 1,5 Jahre gedauert. Mir sind Zähne ausgefallen, ich bin grau geworden. Ja, aber ich habe es geschafft. Ja, das ist ja sowas ähnliches wie Chemotherapie, so ja, stark genau, ist die. Genau. Also ich habe zum Schluss bloß noch 45 Kilo in den Dreh gehabt. Man hat zwar jetzt auch nicht, weil ich schätze mal, ich werde jetzt vielleicht haben 60 Kilo. 60 Kilo. Also zu der Zeit habe ich dann 45 Kilo gehabt nach der Behandlung. Aber ich habe es geschafft. Ich habe keine Hepatitis C mehr. Ich gehe alle 6 Monate zur Blutuntersuchung. Das volle Programm, AIDS-Untersuchung, Hepatitis C, mir fehlt nichts, Gott sei Dank. Willi, warum hast du trotzdem angefangen? Du hast sowas erlebt, solches Leiden im Krankenhäuser, ne? Diese ganzen Therapien. Und trotzdem fängt man da an. Wieso? Weil ich nicht mehr gewusst habe, was ich machen soll. Ich war auf einmal obdachlos. Ich habe die ganzen Anträge im Arbeitsamt abgegeben. Es ist einfach nichts vorwärts gelaufen. Indem, dass ich bei einer Leihfirma gearbeitet habe, habe ich noch einen Lohn erwartet. Und Leihfirmen haben ja so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Bayern ist es so, jeden 15. gibt es einen Lohn. Und ich habe so am 18., 19. sowas habe ich meinen Job verloren. Jetzt habe ich einen Antrag abgegeben, ne? Und habe aber den Lohn neu erwartet, also am 15. Jetzt habe ich aber zu der Zeit kein Geld nicht gekriegt, ne? Mein Vermieter hat nicht mitgespielt. Irgendwie habe ich zu einem Geld kommen müssen, von irgendwas habe ich leben müssen. Ich habe lang keine Drogen genommen. Ich habe dann gemeint, okay, ich versuche es mit Arbeit oder sonst irgendwas. Aber hat auch nicht funktioniert. Obdachlosenheim und Arbeiten, das funktioniert nicht. Ne? Weil die erst in Regensburg ist es so, die haben, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, aber zu meiner Zeit war es ja so, also wo ich obdachlos geworden bin, die haben erst seit Nacht um 18 Uhr aufgemacht. Ne? Sprich, ich habe mir gar keine Arbeit zu erkennen, weil wenn ich um 3 Nachmittag Feierabend hätte, wo soll ich mich duschen, wo soll ich, ne? Winterzeit, kalte Zeit, funktioniert nicht. Also dann habe ich mit dem Dealen angefangen, habe lange nichts gemacht und irgendwann habe ich es halt gemacht. Ne? So bin ich reingerutscht wieder. Ja. War in der Substitution da in Ringsburg. Habe es dann wieder bleiben lassen, bei 9 Meter dick. Ich habe nichts gespürt, dann habe ich zum Arzt gesagt, behalte dein Zeug, es bringt mir nichts. Habe nicht einmal einen Entzug gehabt auf die Meter dick. Bereust du das? Nein, überhaupt nicht. Dass du Drogen probiert hast? Also ja, das auf jeden Fall. Also mein Ziel ist schon nach wie vor wieder wegzukommen, auf jeden Fall. Also du bist jetzt 54? Mhm, genau. Und wegzukommen, spätestens mit wie vielen Jahren? Dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch? Ja. Wie oft hast du dir das gesagt? Ja, genau. Gute Frage. Ja, oft, oft. Wie stehen die Chancen, dass du nächstes Jahr wirklich mit Heroin und Kokain aufhörst? Wenn du ehrlich bist? Wenn du jetzt eine Wette abschließen müsstest? So weit kann ich nicht denken. Ich weiß nicht, was nächste Woche ist. Ich weiß es nicht. Also ich habe ein Ziel, ich habe einen Hund. Der ist jetzt gerade beim Bekannten. Er ist so groß. Der gibt mir halt verdammt viel Kraft, ne, der Hund. Und der Hund ist 2 Jahre alt. Und ich möchte den Hund schon überleben. Ne? Also das ist, ich habe jemanden, wo ich sage, okay, ich mache es für ihn. Ne?
eigentlich sollte ich es für mich machen, aber ich sage halt, ich mache es für dich. Ne? Ich versprich's dir. Ne? Findest du nicht, dass ein Tag auf der Erde schöner ist als ein Tag unter der Erde? Ja, logisch. Logisch. Jeder nie, wo ich 30 oder sagen wir mal, wo ich 28 Jahre war, wenn zu mir jemand gesagt hätte, du wirst 50, dann hätte ich gesagt, ja okay, 2 Meter unter der Erde. Ne? Aber Scherz, bin ich 54, habe mit meinem Leben viel missgebaut, habe auch viel erreicht. Du hast mit 20 Jahren gedacht, du wirst mit 50 unter der Erde liegen? 28. Mit 28 Jahren, ja, hast du so gedacht? Ja. Ja, ja, so allein schon, also wie mein Lebenswandel damals war, ich war halt extrem drauf. Ne? Also ich hab mir alles, wenn man Haschisch spritzen hätte können, hätte ich Haschisch gespritzt. Ne? Also so war ich drauf. Und jetzt, wenn ich in den Knast gekommen bin und entlassen worden bin, war ich noch krasser drauf. Ich habe mir dann nach dem Knast haben wir dann gleich einen Methadonarzt gesucht. Ne? Vorsichtshalber, falls ich mir affig werde. Ne? Und war aber zusätzlich drauf. Ne? Also, ich hab einen Arzt gehabt, der was flüssig Methadon in Bayern noch gegeben hat. Da haben wir das Methadon für die ganze Woche gehabt. Ne? Ich war damals am Tag auf 10 Meter, die ganze Woche 70 Meter. Das war in 2 Tagen weg, weil ich es intravenös gemacht habe. Ne? Verrückt. Ne? Also du hast 2 Tage das Methadon gehabt und am nächsten Tag hast du dann Heroin gekauft. Ne? Also man war immer ein Wandeln, immer scheiße wird alles. Du hast gesagt, du hast viel erreicht. Du hast auch viel erreicht. Ja. Was meinst du damit? Ich habe meine Hepatitis C wegbekommen. Ich glaube an Jesus Christus. Ich lebe zwar immer so von einem Tag zum anderen Tag, aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich habe mir den Hund bewusst zugelegt, um meine Aufgabe zu haben, ne? Um eine Verantwortung zu haben. Aber der Hund ist jetzt nicht bei dir? Der ist jetzt gerade nicht da. Nein, wir können ihn zum Betteln nicht mitnehmen, weil der sich mit anderen Rüden nicht versteht. Der hat auch schlechte Erfahrungen. Also, der ist von einer Familie raus, die haben extrem viel Krüssel bekommen. Und da ist ein bisschen einen Schaden gekriegt. Und kann ihn nicht mitnehmen, ist zu. Der Hund hat 42 Kilo, der, wenn er ausflippt, den muss ich halten lassen. Und in der Stadt drinnen geht das nicht, weil da viele Leute meinen, um Gottes Willen, häufig lässt er den Hund nicht aus. Ne? Obwohl, dass er nichts tut, aber er hat halt eine Masse, der Hund. Ne? Philipp, wenn du eines Tages vor Jesus Christus stehst, was wirst du ihm sagen? Danke, dass ich zu dir gekommen bin. Danke, dass ich bei dir sein darf, würde ich sagen. Ja. Oder danke, dass du mich aufgenommen hast. Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, den Mut nicht zu verlieren. Und ehrlich zu sein. Wieso greifen Menschen zu solchen starken Drogen, deiner Meinung nach, wie du? Probleme. Probleme, Unzufriedenheit, kein Selbstwertgefühl. Geht davon aus. Oder vielleicht, ihnen geht's zu gut. Es gibt da Leute, die haben so viel Geld, aber sind nicht glücklich. Ich habe kein Geld, aber irgendwo bin ich glücklich. Ich bin gesund, ich lebe noch. Ich bin 54, hallo. Schaff das erstmal. Und ich denke mal, also 80 werde ich mit Sicherheit. Also ihr könnt es mir vorstellen. Wenn mir jemand sagen oder mir jemand die Frage stellen würde, willst du ewig leben, würde ich sagen, ja, bitte. Würde ich mir schon geben, ja. Du bist heute glücklich, sagst du? Ja. Zufrieden. Zufrieden? Zufrieden, ja. Was muss passieren, dass du heute glücklich bist? Heute jetzt, diesen Tag. Also ich bin glücklich, wenn ich meinen Hund hole, dann bin ich glücklich. Ja. Wenn er kommt und mich begrüßt, dann bin ich glücklich. Pile, wann hast du gegessen? Erst vor 2 Stunden. Ja, wo denn? Mich hat ein Passant beim Betteln eine Wurstsemmel gekauft, ein Cola ausgegeben und einen Kuchen. Mhm. Du hast mich zuerst angesprochen gehabt, auf der Straße. Ja. Du bekommst noch Trinkgeld von mir, okay. Kleine Spende. Ja, danke. Aber ich wollte noch was Zusätzliches für dich tun. Okay, was? Ja, ich wollte eigentlich Essen anbieten, aber du hast ja vor kurzem gegessen. Ich habe gegessen und ich habe auch Essen dabei. Auch Essen dabei? Ja. Es sind dort nämlich auch Leute, die... Vielleicht trinken möchtest du. Vielleicht was trinken. Nein, danke. Soll ich dir vielleicht Essen einkaufen für morgen? Nein, lass stecken. Es ist ja so, ich hab ja schon Essen, weißt du? Aha. Und ich will nicht so viel haben, weil sonst wäre es dann kaputt, ich habe keine Möglichkeit zum Lagern. So habe ich das dann ganze Zeit im Rucksack drin, ne? Und das ist nicht so gut. Aber ich habe jetzt Brot dabei, ich habe noch
Butterbrezen dabei, noch ein bisschen Kuchen, was zum Trinken. Und woher hast du das ganze Essen, was im Rucksack ist? Das hat mir ein Passant geschenkt, der hat statt Geld beim Bäcker was einkauft. Findest du, sollte man Geld geben? So eine Spende, wie ich dir gerade geben werde? Oder lieber nicht? Doch, doch. Weil es ist nämlich schon stellenweise. Wirst du kriminell, wenn du kein Geld bekommst? Nein, um Gottes Willen. Ich habe meine Knastzeit hinter mir und mir reicht's. Stell dir vor, du gehst betteln und kriegst kein Geld. Wie würdest du handeln? Passiert. Mein Gott, ist das so. Du kannst ohne Drogen aushalten? Ja, nein, kann ich nicht, aber. Also, ich muss nicht kriminell werden. Ich gehe dann zu denjenigen und sage, hey, kannst du das mal bis morgen geben? So und so viel. Dann habe ich nicht zu viel, aber ich habe so, dass ich nicht affig bin. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht Alkohol oder Wodka oder so Scheiße würde ich nicht trinken, weil ich sowas grundsätzlich nicht getrunken habe und weil ich im Auge da mein Dad sehe. Also, dann könnte ich sowieso nicht damit tot kotzen, ganz ehrlich gesagt, wenn ich sowas trinken müsste. Das ist halt nicht so viel, aber ich habe zumindest keinen Entzug. Und schaut gerade jemand zu, okay, der sowas Ähnliches erlebt hat wie du, okay, und dich sehr gut verstehen kann. Okay. Ein Kind oder ein Jugendlicher, okay, oder vielleicht ein 30-Jähriger. Ja. Aber der hat ein ähnliches Leben gehabt wie du. Okay. Der ist jetzt da drinnen. Ah, okay. Ja, schau zu. Gut. Kannst du ihn etwas ausrichten, was ihm helfen könnte? Ein Glauben an sich nicht zu verlieren. Ne? Auch wenn viele Leute sagen, was meinst du, wenn du jetzt zum Battle gehst, geh arbeiten, du faule Sau oder obdachlos oder was weiß ich, alles Scheiße. Verlier den Glauben nicht an dich. Das ist das, was ich einem sagen kann. Und liebe dich vor allen Dingen. Nicht narzisstisch, sondern normal. Ne? Ich stehe halt jeden Tag so auf, hey, das ist ein geiler Tag, ich lebe. Ne? Mir geht's gut. Schlechtes Wetter gibt's nicht, nur schlechte Kleidung. Aber auch wenn man schlechte Kleidung ist, ist geil, weißt du, solange du lebst, solange du keine Krankheiten hast. Ne? Was willst du? Man muss nicht alle Tage essen. Muss man nicht. Man kann auch ohne Essen leben. Ne? Wie gesagt, solange du dich selber magst, geht's dir gut. Man darf dann Glauben an sich nicht verlieren, weil dann rutscht man extrem schnell runter. Und man soll. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich jemanden kennenlerne, ich habe immer gleich Vorurteile. Ne? Weil ich schon so oft auf die Schnauze gefallen bin. Weil ich über Vorurteile sage ich mir, wenn es ja noch nicht so ist, dann freue ich mich. Wenn es ja so ist, wie ich gemeint habe, dann habe ich nichts zu verlieren. Ja gut, war doch so, wie ich gemeint habe. Was, wenn man? Also an jeder seine, ne? Leben und leben lassen. Mhm.